Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen uns mal wieder ein Boolean-Video an. Haben wir lange nicht mehr gemacht, aber ich möchte auch wieder in der Pool-Serie abcatchen, jetzt wo es langsam, Freunde, ja. Ja, wie soll ich sagen? Gefinisht wird, zu Ende geht? Ich weiß nicht, wir haben jetzt ein neues Projekt am Start hier. Mit dem Rollrasen, Freunde. Der Rollrasen, ja. Ich bin sehr gespannt auf das Video. Ich weiß, dass ich schon vorkomme. Ich habe auch den kleinen Ausschnitt schon gesehen, wo du mich eingesneakt hat. Das wird auf jeden Fall... Es wird noch ein Nachspiel haben, Freunde. Es wird noch ein Nachspiel haben, ja. Deswegen dachte ich, schauen wir jetzt hier rein. Ist ein gutes Video, um wieder mit der Pool-Serie anzufangen. Ich freue mich sehr drauf, Leute. Also nicht wundern, ich habe jetzt hier logischerweise schon einen Daumen nach oben da gelassen. Eigentlich sollte das Daumen nach unten sein, ja. Und ich kenne, wie gesagt, die eine Stelle. Mehr habe ich noch nicht gesehen, Freunde. Wir schauen rein. Ich freue mich sehr drauf. Link zum Original in der Beschreibung. Let's go. Hier kommt schon der erste Rollrasen rein. Oh, krass. So, ich glaube, das machen wir jetzt noch 1000 Mal, ne? Ey, Rollrasen ist so geil. Das ist extrem faszinierend, dass dieser Lappen so heftig zusammenhält, ne? Da ist Dünger drin und der greift dann deine Haut so ein bisschen. Der Dünger greift die Haut an. Okay. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Sieht extrem lecker aus einfach. So good and tasty. Ey, der Schnitt ist immer erste Sahne, Mann. Wer sagt erste Sahne? Hä? Bin ich dumm? Egal. Das ist wie so Minecraft-Blöcke, ne? Nur nicht als Block und auch nicht als Minecraft. Weisheiten von Ju. Schokorolle für mich heute Abend. Aua! So krass, der ganze Lappen, ne? Der wird ja nur zusammengehalten von den Wurzeln des Rasens. Dennoch habe ich Angst, dass er einfach so auseinanderfällt. Okay. Also wir haben insgesamt 45. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 19, 20. Das heißt, wir haben fast die Hälfte schon hier drin. Wow! Ey, wie grün ist dieser Rasen? Sehr. Meine Hände brennen etwas. Ist das der Dünger? Ey, Props. Props an den, der das gecuttet hat. Real Talk. Steht es in der Beschreibung, was gecuttet hat? Leider nicht, aber Props an den Cutter. Oder? Steht's hier? Nee. Doch, kann gut sein. Ja? Ja, ja. Ja, ist nicht gefährlich. Also. Man wird nur impotent davon, aber. Und die zweite Reihe wird angelegt, weil das Geschäft einfach so krass hier sehen könnt. Also ich bin so extrem stark nach diesem Video. I doubt it. Oh, hier ist ja noch ein kleiner Regenwurm. Krass, den haben wir mitgekauft. Schnäppchen gemacht. Die sehen mega nice aus. Danke. Ja, oder? Wir haben sogar Ameisen hier. Das ist echt so satisfying aus der gekauft. Wir haben auch Fauna gekauft. Das ist schön. Haben die Tauben wieder mehr zu futtern, ja, hier? Ja, hier können... ist eine kleine Mini-Wanze. Ich kenne diese Wanze. Revi. Das ist so eine Animal Crossing-Rolle. Das ist so eine Animal Crossing-Welt. Kannst du die Animal Crossing-mäßige Schubkarre vielleicht Animal Crossing-mäßig rausfallen, die letzten Rollen holen? Ich bin reich! Und ihr könnt das auch! Ey, das ist so gut gecuttet, Mann! Das ich weiß nicht, ob das echt gut gecuttet so psychosomatisch ist, aber meine Hände, die brennen jetzt die ganze Zeit. Okay, dann wasch mal anständig. Boah, die letzten Rollen. Und Brotmesser. Let's go! Was auch immer das hier ist. Hey, warum? Fehlt denn keine? Nee. Ja, was so stelle ich mir so einen, wenn du so einen Dönerladen hast, so, wenn du die Dönerspieße so aufstapelst. Ja, Mann, Real Talk. So, hier ein Beauty Shot, aber wirklich nur einer. So, der Chef ist eingetroffen, der Herr Brinkmann selbst. Herr Brinkmann, moin Meister. Der Mann, der diese Firma gegründet hat. Ich mach, was ich will. Freunde, meine Szene kommt gleich, meine Szene kommt jetzt gleich beim Schieß. Macht euch ready, schnallt euch an. Ey, das sieht echt nice aus mittlerweile, Mann. Ey, dieser Garten sieht so unglaublich nice aus mittlerweile. Das sieht extrem schön aus, Mann. Ja. Boah, einfach ganz viele Zähne einfach. Mehr davon! Als ich das eine Mal bei Ju war, da haben sie gerade angefangen. Da waren gerade die Besprechungen, den Baum abzureißen. Oder da meinte Ju, in der Woche kommt jemand und macht diesen Baum weg, weil der bei dem Mauerwerk das Einsturz gefährden könnte. Das war der Zeitpunkt, wo ich da war, wo ich das gesehen habe. Und da sah alles so unglaublich anders aus. Boah, das ist das schönste Gefühl einfach. Oha! I felt every single emotion that you can feel as a human being. Den Mann würde ich abonnieren.
Sieht aber actually echt gut aus. Holy shit, das sieht so schön aus, ne? Das sieht Real Talk sehr, sehr schön aus. Beauty Shot! Next step! Simulation, nicht hier rein, nicht hier rein. Nicht da rein, Ju. So ein bisschen Hohlraum unter der Brücke, damit man. Also jetzt. Hä? Was soll diese Brücke hier sein? Also. Wir schauen mal weiter. Sieht, dass diese Brücke auch eine Brücke ist. Ja, so, oder nicht? Oder doch? Hä? Was soll diese Brücke da, Mann? Also. Ich hab jetzt nichts gegen Brücken. Oh. Das reicht. Okay, das reicht. Oha, wie viel Kies. Oh, geil, Alter. Freunde, ihr wisst, ich bin ASMR-Liebhaber, ja? Bein in die So schön, hier drüber zu laufen. Okay. Das war aus Gronk Minecraft Let's Play, by the way. Das ist von Gronk hier die Aufnahme, glaube ich. Muss doch irgendwie einfacher gehen, oder? Oder hier, so. Ey, mittlerweile, das sieht echt richtig gut aus da. Schau dir das mal an, das sieht richtig gut aus. Als ob da Leute sind, die Ahnung haben. Ich meine, das sind auch Leute, die Ahnung haben, aber. Ja. Du gehört vielleicht nicht dazu. Willst du hier ablegen? Ja, oder nicht? Kannst du gerne machen. Ey, ich möchte auch so einen Klotz haben. Diese Steine bekommen auch noch ihre Position. Ich finde die da schon gut einfach so. Aber eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus so. Ja, Real Talk. So sieht's aus. Das ist der Herr Brinkmann. Hallo, Herr Brinkmann. Genau so habt ihr ihn kennengelernt. Direkt mit einer Kettensäge in der Hand. Was ich halt so nice finde an den Steinen, dass das ja, nicht Thomas? Einfach nur alles kleine weiße Steinchen sind. Sondern, guck mal, hier ist sowas Rotes bei. Da sind so Edelsteine drin. Ey, da kann man so Diamanten sammeln und sowas. Krass, Alter. Wissen viele nicht, aber hier sind 27.000 Edelsteine drin versteckt, die man alle finden muss. Zum Sammeln und Tauschen. Ich biete 450 Euro. Ehre, Mann. Ey, das sieht so nice aus hier. Damn. Nägel haben wir da rein. Ist die Kette kaputt gegangen deswegen? Ja. Echt jetzt? Ja, die haut da einmal rein. Ich weiß schon mal, wo der eine Nagel gelandet ist, Freunde. GG an dieser Stelle. Das ist Substrat, ja? So wie Dünger. Ja. Oh, der glänzt so ein bisschen. Five-Fett. Five-Fett. Der wird hauchdünn über dem Boden aufgetragen. Hauchdünn, ja? Sieht man gar nicht. Oh, nice, bitte die Partikel, ja. So, wird dann nochmal begradigt. Ist da irgendwie eine Platte oder so was noch drauf? Hilfe! Ah, ich hab deine Mom von hinten penetriert! Mal schön begradigt. Süß, Digga! Ey, Retalk, unpopular Opinion, aber Monte ist süß, Mann. Monte ist richtig süß, oder? Schaut ihn euch an. Monte ist manchmal echt süß. Ich möchte manchmal einen Kuss geben auf die Stirn. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Extrem motiviert auf jeden Fall. Ah, die großen Steine kommen weg. Hä? Nee, ich rede manchmal mit der Kamera. So. Weirde Situation. Oha! 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 Treffer, Alter. Hä? Habitat Treffer. Du perfekt sein Sohn! Ich treffe. Immer. Alter. Hä? Ich bin einfach extrem krass, Mann. Junge! Hä? Ja, fake, Mann. Der Cutter ist so gut. Der Cutter hat einfach alles retuschiert. Halbherziges Mal verfehlt. Boah. Krass. Wer kann mir das schicken? Danke. Ich hab bis jetzt noch kein einziges Mal nicht getroffen. Ja, komm schon, ich möchte, dass Thomas auch trifft. Thomas! Thomas! Ach, ne? Thomas! 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 So
du hast doch damit nicht getroffen. Womit? Ja, mit dem Holz, das da hinten gelandet ist. Ja, aber Stein. Guck. Das war kein Stein, das war Erde. Das ist das. Ah. Aha. Mhm. Aber schon impressive eigentlich. Impressive auch diese Brücke. Hä? Würde man statt so Kies da so einen Mini-Teich reinmachen oder so? Okay, mit so Algen. Alge. Würde ich mehr fühlen. Ju, denk drüber nach. Alge. Da rein. Statt Kies. Dann macht die Brücke irgendwo Sinn. Aber, weiß nicht. Oh, ey, meine Mom ist auch nicht schlecht. Die Nummer, Matschu. Nettester Mensch auf dem Planeten. Oh, das hört sich so satisfying an. Okay. Oh, das sieht wie Kakaopulver einfach aus. Dass die Ränder praktisch voll sind. Ne? Mhm. Und damit kriegst du mit der Zeit Gefühl. Das ist einfach so Kakaopulver. Oha, oha, dieser Fight. Sollst du lieber Karre fahren? Nee, mach cool. So fühlt sich also Rente an. Hä? Einfach diese Mitarbeiter gefrontet so ein bisschen. Stella. Okay, dann kam der Front auch zurück. Gut so. Das war die letzte. Oh, und das heißt, der Chef muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr holen. Oh, meine Arme sind schwach. Ja, bei mir 24-7, ne? Das ist einfach so brutal uneben geworden. Hätte ich gar nicht mal gedacht. Aber fast geschafft. Das sieht actually richtig schön aus, dieses Stück hier. Oh, scheiße. Ey, wenn ihr für die Brücke keine Verwendung findet, ich zieh unter der Brücke ein. Okay? Was macht Ju? Was? Das perfekt hier rein. Guck mal. Das ist krass, oder? Ja, da mach ich Schmutz auf den Rest. Was würde ein Chef jetzt sagen? Mehr oder weniger? Mach einfach nach Gefühl. Ja, wie gesagt, mehr drauf oder weniger? Ja, der Rahl hat auch noch eine Dicke, aber wir walzen das ja später nochmal ein bisschen rein, ne? Ey, so eine Walzmaschine mit so Walzen. Und dann kann man das so platt walzen. Dann ist es gewalzt. Die Olga. Lustig, ist von einem Kumpel. Die Freundin heißt Olga und das. Die Freundin meine ich ja auch. Ich kenne auch eine Olga-Freunde und die hat auch einen Freund. Ja, mach du mal. Toss? Hä? Hallo? Ju? Also spätestens jetzt hat es einen dicken Like von mir gegeben, aber einen ganz dicken Like. Jetzt wird gechillt, Freunde. Oh, die Sonne kommt, yes. Krieg ich doch noch ein bisschen Bräune ab, Alter. Das ist meine View, die ich gerade sehe. Bin so happy, dass es wirklich geklappt hat mit dem Pool. Mittlerweile das sieht nicht so mehr gut nur alles Pool, aus. Sondern es ist mittlerweile einfach ein Garten, es den man hat. Es ist mittlerweile Garten. Auch das Team extremst klein geworden. Und nach 4-5 Jahren YouTube durchballern ist es irgendwie schön, dass man mal so eine Ruhestätte hat. Es einfach mal ist ein so. Bisschen chillen kann. Ju hat sich das richtig verdient, so eine Rückzug so Arzt. Steht noch bevor. Ich bin schon Rente, Bruder. Du musst ja dann noch. 2070. Bis 2070. Ich vermisse auf jeden Fall die alte Zeit mit den Hauptvideos, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube auch, ne, weil weiß man ja nie, ne, ob das irgendwann wieder losgeht, ob man wieder anfängt, einen Neustart macht und sowas. Aber diese Hauptvideos sind so ein Stress, das kann man sich gar nicht vorstellen, Mann. Bitte nicht wieder in diesem Ausmaße, wie es war. Jetzt ehrlich, nach 4-5 Jahren schlaflose Nächte, ja, bin ich echt happy gerade, hier einfach zu liegen, Alter. Mein Handy. Nice, haben wir noch einen Endclip? Der Cutter darf mich jetzt nicht enttäuschen zum Ende hin. Oh nein, er enttäuscht mich, oder? Er enttäuscht mich. Kein Endclip. Der Cutter wird an dieser Stelle anders gefeuert, ja? Nee, aber Real Talk, das Video war so gut geschnitten. Diese Einspieler waren echt lustig. Der Einspieler war echt sehr, sehr lustig. Der Monta-Einspieler war sehr, sehr gut. Dieser Koch habe ich sehr gefühlt. Allgemein, das Video war echt gut gecuttet. Im Endeffekt waren es nur Gartenarbeiten, aber es war sehr, sehr funny. Und dass das Video unterhaltsam war, lag wie immer natürlich nicht an Julian Bam. Logischerweise, Freunde. War ein sehr gutes Video, man. Hat mich sehr gefreut, Freunde. Wir werden auf jeden Fall die nächsten Pool-Videos zusammen abchecken. Also, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen haben sollte. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.